Was müsste er anziehen, dass er nicht mehr in der Friendzone wäre? Es geht nicht ums Outfit. Okay. Ja. Sicht ist zu schlecht. Also so WU-Studenten, die findest du ganz nass. Naja, es geht. Also wenn sie so schnöselig sind, mag ich es auch nicht so. Ja, was sind ja alle? Und dann schaut sie unsere Outfits an und ich meine, mein Outfit kostet wahrscheinlich mehr als die im Monat verdient, Digga. So, also aber ihr seid so shitty angezogen. Also. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, long time no see, heute mit einem weiteren Video. Wir sind heute unterwegs in Wien in der Clubszene. Ist schon relativ spät am Abend, die Leute haben schon gut getankt und wir quatschen nicht länger rum. Schauen wir, dass wir die ersten Leute finden. Let's go! Was müssen bei euch Burschen anhaben, dass ihr sagt, ja, der macht mich an? Gar nichts. Gute Antwort, ja, macht Sinn. Und bei dir? Eine Baggy Jeans, nice T-Shirt, ja. So. Rick Owens Schuhe. Rick Owens Schuhe? Ja. So shit. Und Tats. Tats müssen auch sein. Tats. Und er muss Rapper sein. So. Ja, legit. Ah, das ist wichtig. Eigentlich ficken wir nur mit Rapper, ne? Ah, okay. Welchen Rapper hast du schon gefickt? Das ist geheim, das darf ich nicht verraten, yo. Nein, sagst du uns den Anfangsbuchstaben? Jetzt muss es rausschießen. Naja, kann ich jetzt das ABC auch sagen. Richtig, hallo, grüß Gott. Hallo, seid schon im Video. Gucci-Gürtel am Start, servus, grüß dich. Nein. Hallo, wie heißt du? Sarah, hallo. Sarah, hattest du schon mal was mit dem Gio? Nein. Okay, warum nicht? Weil der Gio ein guter Freund von mir ist. Okay, wie findest du den Style vom Gio? Jacke. Ist seine Jacke. Das ist seine Jacke, also ihr müsst euch vorstellen, das gehört zu seinem Outfit noch dazu. Wie findest du sein Outfit heute? Ja, cool, Gucci-Gürtel, Valentino-Schuhe. Geht immer. Das sind die richtigen Marken. Hallo, grüß Gott. Wie geht's dir? Heute mal super. Nicht die Volksgarten, sondern heute. Vor dem VIP. Was hast du für Uhr oben? Ist das eine Hublot? Ja. Super. Hublot zieht die Uhr? Krank. Wir haben mit Abriss mit Hublot gemacht. Wir haben so ziemlich alle bonzen Marken beieinander. Wir haben Valentino-Schuhe, Discord-Hose, Gucci-Gürtel. Und was ist das für ein Hemd? Eto. Aha. Irgendein Fußballspiel. Sagt uns nichts. Nein, jetzt habe ich schon Feierabend. Mit dem Shirt kriegt er alle hier rum. Sieht man dich auch noch drin. Ah, ich trinke leider nichts. Ja, du musst das heute leider ohne mich aushalten. Schade. Pass, danke fürs Mitmachen. Macht's das gut. Super. Jawohl, pass bis nachher. Okay, schaut auch mal. Ah, nein, die fragen wir nicht. Oder ich frage einfach mal. Entschuldigung, dürfen wir euch was fragen? Nein. Schade. Vielleicht eh gescheiter. Bruder! Servus, Marc, grüß dich. Alles klar? Maximilian, YouTuber. Ex-Obemi. Servus, alles gut? Wir machen heute ein bisschen eine Umfrage zum Thema Mode, was man heutzutage so anhaben soll. Okay, hast du? Isabelle. Wirkst du ein bisschen nervös? Nein. Ist das dein Freund? Wer hast du? Nein. Philipp. Aber ihr habt mal was miteinander gehabt, nein. Oder? Schön wär's. Gute Freunde. Ja. Aber du würdest. Das ist mein Also bist mehr so Wingwoman für ihn. Nein, so Bro. Findest du seinen Style eigentlich nice? Ja, das ist ganz normal halt. Das will man hören, oder? Ja, geht schon. Was müsste er anziehen, dass er nicht mehr in der Friendzone wäre? Es geht nicht ums Outfit. Okay. Ja. Sicht ist zu schlecht. Wir machen ein Video. Wie heißt du? Wir haben so eine Kamera und alles. Aber von wo seid ihr? Ohne von wo? Ich bin aus Wien, oder? Nein, aber was macht ihr? ORF. Oh ja. Deshalb die Org-Professionelle Wo ist der Mikro, Mann? Roastest du gerade meine Kamera? Schau mal, da ist ein Licht drauf und alles. Ich glaube, es ist ein Mikro. Seid schon gut eingespritzt? Yes, Sir. Aber was ist so deine Frage? Was macht ihr hier? Ohne Spaß. Wir fragen, was man als Mann anziehen sollte, damit man bei den Mädels gut landet. Also bei den Mädels gut landet? Im Prinzip. Schau, bei uns zwei ist es. Hast du den nackten Mann schon gebracht? Nein. Haben wir uns nie getraut, sind wir ehrlich. No chance. So, das kannst du ja nicht pullen. Das ist schon lustig, mal auszuprobieren. Es muss ja auch vom Vibe passen, was ich weiß. Ja, aber so, es geht ja darum, du kannst ja nicht so Kaffee um 14 Uhr, weißt du, sind nass. Und du stehst nackt da. Und du, wir fragen heute, was müssen Burschen anziehen, damit die gut bei Mädels landen? Was muss ein Bursch für dich anhaben? Nix am besten, gell? Ich kenn dich. Du kennst dich. Ich kommentiere das nicht. Was ist vom Style her gut? Ja, das Gegenteil von dir. Perfekt, super. Danke. Anzug, kennst mich. Du magst das Hemd, Anzug, genau. Dann an der Gone, gell? Genau. Deswegen gehst du auch ins VIP, die junge Burschen aufreißen. Genau. Viel Erfolg, viel Spaß. Tänzer, wir sind Tänzer, wir sind nämlich Tänzer. Ihr seid Tänzer. Könntest du mal kurz was sagen? Nein. Komm, nur kurz eine Move. Wenn du Musik machst, okay.
Okay. Nein. Okay, wir tanzen nicht mal, wenn Musik ist, nur für eure Farbe. Fuck you guys. Aber tanzt ihr drinnen dann? Ja, natürlich. Also wenn du mit der Kamera reinkommst, filmst du drinnen. Ihr seid wahrscheinlich hier, weil ihr nicht reingekommen seid, nehme ich an. Oh, my man. Rose, ja, weil das ist das Problem. Wir machen gerade jetzt habe ich schon seine Kamera, den Kameramann. Okay, ja, jetzt zerstört sich voll. Wie viele Follower hast du? 2000. 2000? Okay, das ist stark. Das ist stark. Wir sind famous. YouTube oder Instagram? Zusammen. Okay. Hey, wir starten gerade neu durch. Nein, passt. Hey, aber nicht die Leute. Wir wollen das voll aufziehen. Weißt du? Aber weißt du, bist, ja, ihr kommt da, ihr zerstört meinen Kameramann, deine Kamera. Ihr sagt, Bro, du hast gerade ein Thumbnail bekommen. Ja. Ich sehe dich nicht mal, zeig mir dein Gesicht. Aber wie mache ich das so? Eh gut, oder? Oh, machst du gut. Ja? Vor allem, weißt du, den Hamster oder... Man muss selbstbewusst sein, weil, ja, weil du gehst ja zu irgendwen. Ja, ich habe mich eh fast nicht traut, aber ich habe mir gedacht, euch packe ich locker. Ja. Wie bitte? Was haben die gesagt zu euch? Dass unsere Outfits so shitty aussehen. Nein, schau das nicht. Nein, das Ding ist, irgendwelche Typen wollen sich dazu schnorren, Mann. Wir so, okay, kommt mit, damit sie reinkommen. Deine war zu casual, dann schaut sie unsere Outfits an. Und ich meine, mein Outfit kostet wahrscheinlich mehr als die Monat verdient, Digga. So, aber ihr seid so shitty angezogen. Hallo? Hallo? Mhm. Ja, wollt ihr mal ein bisschen mehr präsentieren? Ich habe zwei Jacken an. Zeigt mal euer Outfit vielleicht. Ja, wollt ihr hauptsächlich okay. Werfen, perfekt. Ja. Ich glaube, dass man... Ja, sehr fesch. Und da kommt sie so nicht rein? Nein, das ist eine Frechheit. Wie alt seid ihr? 18. 18, naja. Schon alt genug, um reinzukommen. Reinzukommen. Alt genug für was noch? Gras in Amsterdam kaufen. Was noch? Alkohol, Wodka, ja. Chick-Automat. Alter. Chick-Automat. Ist man nicht irgendwie so strafwürdig oder so ein Shit? Strafwürdig, ja. Strafwürdig, ja. Vollmündiger Personheit. Was fällt euch zu? Vollmündige Personheit ist man dann besonders. Würdet ihr euch als vollmündige Personen bezeichnen? Ja, würde ich, definitiv. Frechheit, dass ich in diesen dreckigen Club nicht reinkomme. Ich würde mir nicht so viel Verantwortung geben. Okay. Moncler, übrigens schöne Jacke. Was haben wir zahlt dafür? Papi hat gezahlt. Das ist aber sehr lieb. Ja, Mann. Lieber Papi. Ja, sehr nett. Und ist Ihr Daddy auch dein Daddy? Ihr Daddy ist leider nicht mein Daddy, ich habe einen eigenen Daddy. Dürfen wir euch was fragen? Seid ihr zwei zusammen? Nein, wir sind Geschwister. Ich habe gesehen, dass du sein Hals geküsst hast. Was seid ihr? Sweet Home Alabama anscheinend. Wir haben uns einfach nur gern. Fürs Reingehen in den Club, ja. Wie, findest du ihn scharf? Nein, er ist mein Bruder. Ah, okay. Findest du sie scharf? Kommt drauf an. Worauf? Inwieweit man seine Schwester scharf finden kann. Ihr habt euch gerade kennengelernt, oder? Oder habt ihr euch davor schon kennengelernt? Du sabberst schon voll an. Ich glaube, der taugt da richtig. Für was filmt ihr? Für mein Schulprojekt. Ah, cool. Was ist das für ein Projekt? Ich will Inzucht in Wien. Inzucht in Wien ist mein Thema und da seid ihr immer gerade. Da bist du am richtigen Platz. Schmust dein Bruder gut? Dies, das, Ananas. Manchmal schmust du gut. Was würdest du machen? Wir machen es so. Du bist jetzt, wie würdest du das Video machen? Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Alles Servus. Okay, alles Servus. Okay, also warte, ich muss herkommen, gell? Ich muss so herkommen. Servus, Leute. Welcome to my YouTube-Channel. Ich habe, wie viele Abos habe ich? 2000. Schau, du kannst es ja auch. Okay, Leute. Ich kann es nicht, weil ich möchte es ja auch nicht werden. Aber so, okay, ganz kurz. Ihr redet ein Mädel an. Welchen Dance-Move gönnt ihr euch? Ich will nicht auf Kamera sein. Kann man das rausschneiden? Warte. Okay, ganz kurz. Nein, listen. Pull up. Ihr redet einem Typen an. Welchen Dance-Move macht sie? Ja, ich bin ja viel besser, so. Ohne Spaß. Ja, aber du machst es besser, Bro. Ohne Spaß. Danke. Ich werde es noch ein bisschen probieren. Ohne Spaß, aber es ist eh gut, dass du vom VIP hockst, weil alle, die herkommen, sind eh besoffen. Ja, blöd. Solltest einen Rapper vorhin anrufen, damit es reinkommt, oder? Geht's nochmal hin? Die kann man sicher nochmal reinlassen. Nein, das Problem ist diese Furt. Was macht ihr? Die so selektiert, wer rein darf und nicht. Sie schaut uns so an. Sie so, ihr passt einfach nicht zum Vibe heute. Okay. So eine Slut. I don't get it. Ja, was macht's jetzt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Was macht ihr jetzt? Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Ja. Dann gehen wir saufen. Dann müssen wir sagen, yo, lass dein Abo da. Und einen dicken und Daumen ein Like. Hoch. Und schreib was in die Kommentare für den Algorithmus. Schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, mit welchen Rappern sie schon gefeiert hat.
schreibt in die Kommentare, ob ihr VIP reinkommt oder ob ihr zu toll angezogen seid. Ja. Sind, ja. Okay, perfekt. Von den Keks. So ein bisschen Insta-Namen. Ja, voll. Sagt mal eure Instagram-Namen. Mich erkennt wahrscheinlich Valerie Dutter. Sie erkennt wahrscheinlich eh jeder. Valerie Dutta, Dutta wie Mutter mit Doppel-T, nur mit einem D am Anfang. Super. Was ist, reißt du heute noch wieder auf, wenn du reinkommst? Nein, ich hab Freundin. Ja, scheiße. Hast du Freundin? Schau, ich schenk dir was. Danke, ich hau das dann weg. Mach mal kurz, kurz ein Profilfoto für das Video. Aber er hat die Ice-Out-Watch. Achtung, 3, 2, 1. Wie heißt er auf YouTube? Max. Achso, das ist Max. Max. Der Erste. Schau, ja. Er blickt. Scheiße, Bro. Kannst du uns taggen? Seid ihr beide Single? Nein, ich schon. Ah, du schon. Das heißt, du bist quasi Wingwoman heute für sie. Hoffentlich. Okay, wenn ihr da drin nach Burschen schaut, auf was achtet ihr? Was müssen die Burschen anhaben? Mehr classy, so mit Hemd und ja, so? Ja, schon eher das classy. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Also so WU-Studenten, die findest du ganz nice. Naja, es geht. Also wenn sie so schnöselig sind, mag ich es auch nicht so. Ja, was sind die alle? Ich finde, es geht nicht mehr so ums Gewand, sondern es geht auch mehr so um die... Das Personality, ja. Voll, nach dem haben wir gefragt, was für einen Charakter braucht ein junger Mann, also bitte lang. Das war die Fragestellung. Nein, aber das ist das Wichtigste. Ja, aber das ist ein Modekanal, wir scheren uns nicht über innere Werte, wir sind oberflächlich okay. Und das ist uns scheißegal. Was Sweater ist auch so ein cooles Sweater mit so einer Hose. Ja. Okay. Hauptsache M&M Sweater auf mmvienna.com, gerade in Gelb. Gelb ja, ist eine schöne Farbe. Das finde ich so toll. Ja, das ist super. Das muss er an. Damit ist die Frage beantwortet. Das ist es einfach. Keine Ahnung, mein Kameramann will mich überreden, dass ich jetzt noch sage, good looks ist gut, aber nicht notwendig. Es geht um den Charakter, bla bla bla. Die einzige Frage, die uns wirklich interessiert, wie ist das Instagram von dem Mädel, was da gerade gestanden ist? Liebe Freunde, gerade noch erfahren für euch. Das habe ich aber noch gecheckt. Freunde, das war's von dem Video. Wie gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gut gefallen hat. Haut ein Abo rein, da wird es jetzt mehr Content in die Richtung geben, weil mir gehen die Ideen aus und ich habe keinen Bock mehr auf normale YouTube-Videos. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.